Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Mein Intro-Tierchen habe ich euch schon mal gezeigt hier vor einiger Zeit, aber ich möchte euch noch mal zeigen. Ein Ganges-Gavial, Gavialus gangeticus, absolute Seltenheit unter den Krokodilen oder eins der Tiere, wo auf dieser Welt wirklich nur noch ganz selten gibt. Ist eine europäische Nachzucht, geht demnächst in einen Zoo nach Asien. Und solange der noch hier ist, dachte ich, zeige ich ihn euch heute nochmal. Tolle Tiere, ein bisschen garstig sind sie, ne? Und die können, wenn die beißen, das tut weh wie verrückt, ne? Mit den spitzen Zähnen, ist wirklich der Hammer, wenn die zubeißen, sollte man gar nicht denken bei dem kleinen Schnabel. Und sie sind auch abartig schnell, ne? Weil sie mit dem Maul ja Fische fangen, also wirklich unheimlich flink, was man denen so gar nicht zutraut, wenn man die so anguckt im Moment. Aber wie gesagt, wunderschöne oder tolle, interessante Tiere und deshalb nochmal heute mein Intro-Tierchen. Heute haben wir eine Frag-den-Stefan-Folge. Ich hatte aufgerufen über Facebook, was wollt ihr wissen, was wollt ihr von mir oder über Terroristik oder allgemein wissen. Und da haben wir, also erstmal herzlichen Dank, haben wir wirklich einen Haufen Interaktionen gekriegt, über 5000 Views oder wie man das nennt auf Facebook. Und deswegen werden wir die Fragen heute behandeln. Der Matthias Witt fragt, Königspython füttern, was und wie viel frisst eine ausgewachsene Königspython? Es kommt darauf an, seid ihr oder züchtet ihr mit dem Tier, müsst ihr natürlich öfters füttern. Also wenn ihr mit den Tieren züchtet, im Prinzip wöchentliche Fütterung. Egal, Männchen, Weibchen, Baby, Jungtier, egal, jede Woche füttern, dann ist es gut für die Tiere zum Züchten. Die machen dann automatisch Fresspausen, sei es wegen der Paarungszeit, sei es wegen der Trächtigkeit, sei es im Winter. Die legen dann automatisch ihre Pausen ein, also die fressen dann nicht 52 Mal im Jahr, sondern machen ihre Pausen. Das passt dann ganz gut, aber bietet einmal die Woche Futter an, dann passt es. Habt ihr ein einzelnes Terrarientier, einen einzelnen Königspython in eurem Terrarium, dann braucht ihr nicht jede Woche füttern, ne? Weil dann das Tier produziert keine Eier, das Tier paart nicht. Dann würde ich sagen, ist so ein 14-tägiger Rhythmus gut, ne? Füttert es alle zwei Wochen. Ausreichend großes Futtertier, ne? Habt ihr einen größeren Python, muss auch eine entsprechend große Ratte rein, dass man sieht, dass er was im Bauch hat und dann passt es alle 14 Tage. Der Matthias Breitmann fragt, ich habe eine 4 Jahre alte Königspython-Dame und sie frisst nur Frostmäuse. Wie könnte ich sie umstellen, dass sie die passende Größe an Frostratten fressen würde? Also die Frage habe ich oft, ne? Egal ob Frost oder lebend. Es gibt einfach Königspythons, die wollen keine Ratten. Die fressen Mäuse, da fressen sie jede Woche 2, 3 Mäuse, aber die wollen keine Ratten. Matthias, ich vermute, dein Tier ist auch so ein Mäusefresser. Das gibt es einfach. Ich würde mal sagen, einer unter 50 Königspythons vielleicht ist ein Mäusefresser. Wenn du Pech hast, frisst der nie Ratten, ne? Du kannst es probieren, gerade zu der Jahreszeit, wo sie gut fressen. Im Sommer fressen sie oft gut oder auch vor der Paarungszeit fressen die Weibchen manchmal gut, weil sie viel Energie aufnehmen wollen. Dann kannst du Ratten anbieten, kannst es probieren wieder mal mit einer Ratte. Kann aber gut sein, dass sie da nicht rangeht. Das heißt, du musst das Leben lang Mäuse füttern. Dann musst du halt 2, 3, 4 Mäuse geben pro Fütterung natürlich, ne? Machst auch den Wochenrhythmus und gibst 3, 4 Mäuse und dann musst du dich einfach damit abfinden. Meines Wissens gibt es keinen Trick, um die umzustellen. Man kann es entweder anbieten oder nicht, aber einen Trick dabei gibt es meines Wissens keinen. Der Florian Schütz fragt, warum ist der Preisverfall bei den Königspythons so schnell und wie könnte man diesen drosseln oder stoppen? Der Preisverfall, also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, haben wir auch schon öfters drüber geredet. Die ganze Sache ist natürlich Angebot und Nachfrage. Wir haben die letzten Jahre viele Königspythons gehabt. Die Königspythons lassen sich toll züchten. Wir Terrarianer sind gute Züchter, deswegen haben wir so viele Königspythons. Dadurch gibt es viele und deswegen wird der Preis oder geht der Preis natürlich runter, ne? Das ist reine Marktwirtschaft. Ich glaube auch, dass manche Tiere in den Boomjahren, so vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, da waren die einfach fast zu teuer, ne? Da hat ein Piebald 20.000 gekostet oder ein Lesser 10.000 oder ein GHI.
oder die Bananas mit 20.000, 30.000. Ich glaube, dass diese Preise einfach zu hoch waren. Also ich glaube nicht, dass man sich ärgern muss, dass der Preis so runtergeht. Ich denke, man muss sich fast wegen wundern, wie hoch manche Preise waren. Ich habe den Eindruck, dass schon seit 2018 die Preise wieder nicht weiter runtergehen, sondern relativ stabil sind. Das Angebot international nimmt eher zu. In China ist das Interesse groß an Reptilien. Überhaupt in den asiatischen Ländern ist das Interesse groß an Reptilien. In Russland ist Interesse oder Länder wie Iran oder Malaysia oder es gibt wirklich neue Länder, die in die Terroristik hinzukommen. Und dadurch ist eine Nachfrage da und ich glaube, dadurch stabilisiert sich das auch alles und man muss sich nicht wie die letzten Jahre Sorgen machen, oh je, ich habe Babys, ich kriege die gar nicht los, sondern ich glaube, da haben wir eine bessere Zukunft und das Angebot wird die Nachfrage wieder übersteigen. Die Monja Flieger fragt, ich wüsste auch noch was. Was tun, wenn wir mal wieder eine Hitzewelle haben, so dass es auch für unsere Terrarienbewohner zu heiß wird? Ist eine gute Frage, eine wichtige Frage. Mal generell vorneweg: Ein Reptil ist viel schneller überhitzt, wie dass es erfroren ist. Ne? Also, wir wissen, unsere Tiere wollen 30 Grad. Habe ich über längere Zeit 35 Grad oder gar 40 Grad, dann ist es oder kann's, oder das Tier kann sich ja nicht selber runterkühlen. Und dadurch kann es wirklich passieren, dass das Tier überhitzt und stirbt, ne, oder schon körperliche Schäden nimmt. Ne. Also vor Überhitzung muss man wirklich aufpassen. Da reichen 5 bis 10 Grad Differenz. Das bedeutet schon den Tod. Wenn ihr wirklich in so einer Dachwohnung seid, wo es im Sommer an die 30 Grad hat, dann müsst ihr definitiv aufpassen. Ich glaube nicht, dass eine Wohnung so heiß wird, dass der Python stirbt. Also wenn eine Dachwohnung im Sommer wirklich 35 oder gar 40 Grad hat, dann habt ihr selber wohl auch ein Problem oder dann kann ja keiner mehr in dieser Wohnung leben. Aber eine Wohnung, die mal im Sommer 30 Grad erreicht, das gibt es bestimmt oder viel sogar. Wir haben ja die meisten haben keine Klimaanlage in ihrer Wohnung. Da müssen wir dann mit der Terrarienbeheizung und Licht natürlich wirklich aufpassen. Also nicht, dass ich dann eine Lampe und ein Heatpanel noch im Terrarium habe, plus die 30 Grad Außentemperatur. Dann habe ich schnell eine Überhitzung erreicht und muss definitiv aufpassen, dass ich im Sommer das alles ausschalte. Ne? Viele von uns verwenden einen Thermostat, der regelt es dann automatisch, der macht dann alles aus. Aber wenn ihr euer Terrarium ohne Thermostat beheizt und nur einfach eine Heizquelle drin habt, dann passt im Sommer auf, nicht dass ihr eure Terrarientiere überhitzt. Der Stefan Duchow fragt, wie viele Tiere circa habt ihr im Geschäft? In der Regel haben wir circa 3000 Schlangen hier, circa 500 Echsen und 1 bis 200 Schildkröten. Das ist so unser Bestand inklusive Zuchttiere, Verkaufstiere, was wir in der Regel so im Geschäft haben. Die Nadja Hu schreibt, Moin Stefan, fände es auch sehr gut, wenn ihr einmal die bioaktive Haltung von Reptilien ansprechen könntet. Haben viele Neuterraner vermutlich gar nicht so sehr auf dem Schirm. Wenn ich es so richtig verstanden habe, war diese Haltungsform früher normal. Ich glaube, also normal war das früher auch nicht. Also nicht, dass man hier bioaktiv mit unhygienisch verwechseln. Ich glaube, dass die Terroristik, also zumindest seit ich sie betreibe, seit 30 Jahren, schon immer gleich oder ähnlich ist. Ne? Zum einen die relativ sterile, hygienische Haltung, wie es die meisten machen, wie es ich auch mache. Und dann haben wir einige, die diese bioaktive, den Ausdruck finde ich auch ganz gut, den kannte ich bis zu deiner Mail noch gar nicht, die das machen. Das heißt, zum Beispiel im Bodensubstrat irgendwelche Springschwänze oder Asseln oder sowas haben, die dafür sorgen, dass da ein gewisses Gleichgewicht da ist, ne? Die Bakterien aufnehmen oder Teile vom Kot sogar aufnehmen und dadurch für ein gutes Terrarienklima sorgen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Thema für sich. Da müsste man vielleicht mal eine Folge für sich drüber machen, weil das ist gar nicht so einfach. Also wie gesagt, ich glaube, der Grat zwischen bioaktiv und schlechter Hygiene ist vielleicht ein dünner Grat. Also das darf man nicht verwechseln und denken, ja, das geht jetzt alles von allein. Wäre mal sicherlich eine super Idee für eine Folge. Wenn einer von euch das erfolgreich betreibt und hier in der Nähe ist, der darf sich gern mal melden. Vielleicht können wir bei euch zu Hause mal filmen und zeigen, wie das wirklich geht.
Ich stehe dem gleich wenig skeptisch gegenüber, weil ich kenne auch viele, bei denen es nicht so richtig geht oder ging. Aber ich bin völlig aufgeschlossen dem gegenüber und wenn das funktioniert, ist bestimmt eine tolle Sache. Der René Seelensammler fragt, wovon lernt man deiner Meinung nach am meisten? Von anderen erfahrenen Haltern, aus Büchern oder aus Fehlern, die man gemacht hat? Oder ist es mehr die Mischung, die am Ende den Experten macht? Vielleicht noch was sich da anschließt, wie wichtig ist es auch heute noch in der Taristik, Neues auszuprobieren? Also lernen, glaube ich, tut man von allem. Also ein erfahrener Terrarianer als Kumpel oder als Chatfreund ist sicher eine super Sache. Man muss aufpassen, wie hoch das Wissen von dem anderen ist. Ich glaube, das ist jetzt auch wegen der mit unseren Social Medias das Pro und Contra. Das Pro ist, man kann sich wirklich mit vielen austauschen. Das Contra ist, man weiß nicht, wie erfahren ist jemand anders. Ne? Ist einer rhetorisch gut, schreibt der auf Facebook tolle Sachen, da denkt man, wunderbar, was der alles weiß. Und dabei ist drei Viertel, was der erzählt, Müll, was einfach schön verpackt ist. Ne? Muss man definitiv aufpassen. Habt ihr wirklich einen erfahrenen Terrarianer, dem ihr vertraut, wo ihr wisst, oh, was der erzählt, das stimmt, dann ist das bestimmt eine super Quelle. Bücher sind definitiv auch eine super Quelle. Ich glaube, bei einem Buch kann man noch sicherer sein, wie jetzt zum Beispiel im Internet, dass es zumindest das meiste stimmt, was da drin steht, weil da ist ein Verlag, der das kontrolliert, da ist ein ganzes Ding hinten dran. Also ein Buch zu schreiben, kann man nicht mal so auf die Schnelle, wie man was im Internet posten kann. Ja? Also ich glaube, das ist eine recht zuverlässige Quelle für Wissen. Aus Fehlern zu lernen, tut man leider auch, aber ich glaube, es wäre natürlich toll, wenn man das vermeiden kann. Ne? Also mir sind auch in meiner Karriere schon viele Fehler passiert, manchmal traurige Fehler oder wo dann ein Tier krank wird oder Schaden nimmt. Das sollte nicht sein und wenn ich das irgendwie ausschließen kann, weil ich im Vorfeld mein Wissen schon so gut ist, dann ist das sicher die beste Methode. Also aus Fehlern lernen tut man leider, ist natürlich auch wichtig, dass man das erkennt. Aber ich glaube, Bücher und andere Terrarianer sind die bessere Quelle. Und dann, wenn du schreibst, in der Terraristik Neues auszuprobieren, klar, immer offen sein für Neues, ist meine Meinung. Aber natürlich, man kann nicht so Augen zu und durch, ich probiere jetzt einfach mal was. Also es geht ja um lebende Tiere. Da muss ich natürlich schon aufpassen, was ich hier ausprobiere. Und da kann ich nicht sagen, na, nicht kleckern, sondern glotzen, ich probiere es einfach mal aus. Vorsichtig rangehen, offen sein für Neues, aber natürlich nicht blindlings durch. Der Frank Metzing sagt, Hallöchen, was kann man machen bei Stromausfall? Welche Temperatur ist die Schmerzgrenze beim Königspython? Das ist jetzt ähnliche Frage wie vorher mit dem Überhitzen. Also die gute Nachricht, denke ich, in dem Fall, ein Königspython hat mit niedrigen Temperaturen über einen kurzen Zeitraum überhaupt kein Problem. Das gleiche ist auch beim Versand. Wenn das Tier eine Nacht lang kalt hat und selbst wenn es mal auf 10 Grad runtergeht oder 15 Grad, für eine Nacht überhaupt kein Problem. Wenn das ein gesundes Tier ist, das wirklich immer gut gehalten wird bei ausreichend warmer Temperatur, also bei perfektem Klima, dann steckt der eine Nacht völlig locker weg. Ich könnte mir vorstellen, auch in der Natur gibt es das. Ne? Also Westafrika wird sicherlich nie schneien oder sowas. Aber es gibt Naturextreme, das weiß man. Beispiel in Florida hat es auch schon geschneit, obwohl es eigentlich ein tropisches Gebiet ist. Ne? Und in Westafrika ist es auch eigentlich immer knalleheiß. Aber ich könnte mir vorstellen, also ich war noch nie genau zu so einem Zeitpunkt dort, aber es gibt sicherlich mal schlecht Wetter, wo es extrem regnet. Der Regen kühlt ja auch unheimlich ab. Da kann das sicherlich auch mal auf unter 20 Grad runtergehen oder 15 Grad. Und das stecken die Tiere, wie gesagt, sehr gut weg. Und da würde ich mir bei einem Stromausfall keine Sorgen machen, weil das bei uns in Deutschland ja die Versorgung so gut ist. Da geht es um ein paar Stunden oder um eine Nacht. Und wie gesagt, da passiert nichts, keine Sorge. Inga Wilke fragt, ich fände es interessant, wenn ihr mal was zu einzelnen Gefahrtiergesetzen, Haltungsverboten in Deutschland bringen würdet. Quasi, was ist wo, unter welchen Bedingungen erlaubt? Ihr bietet ja auch unter anderem Tiere wie Kaiman an. Die dürfte man hier in Hessen zum Beispiel gar nicht halten. Inga, bin ich völlig bei dir, ist eine gute Idee.
müsste ich oder muss ich recherchieren, wirklich die einzelnen Bundesländer. Aber tolle Idee, ist sicherlich wert, eine Folge drüber zu machen. Der Flo sagt jetzt gleich, das drehen wir nochmal. Nein, wir drehen es nicht nochmal. Auch ich muss mal niesen. Da machen wir mal eine Folge drüber, ist eine super Idee. Ich kann dir jetzt aus dem Stegreif keine Info natürlich dazu geben, aber machen wir definitiv eine Folge drüber. Der Robert schreibt, Oxyuren und Flagellaten beim Chamäleon behandeln oder nicht, angeblich haben sie immer welche in sich. Ich würde sagen, wenn ihr Kotprobe macht, bei Reptilien generell, und es werden Parasiten festgestellt, ich würde sie auf jeden Fall behandeln. Du hast sicher recht, Oxyuren und Flagellaten, naja, sind nicht immer pathogen, die sind in geringer Stückzahl, können die vorhanden sein oder sind oft vorhanden, nehmen bloß Überhand durch Stress oder durch Transport oder durch Krankheit, durch Paarung, durch verschiedene Dinge. Aber wenn es diagnostiziert wird, würde ich die Sachen behandeln, wie das einfach sein zu lassen. Und zudem natürlich bei einer Kotprobe wird auch meistens angegeben, wie stark, also schwach oder mittel oder hochgradig. Aber selbst bei schwacher Anzeige würde ich es behandeln. Die Maike Hoffmann schreibt, als angehende Schlangenhalterin würde mich interessieren, wie so ein Ladenbesuch bei euch aussieht. Habt ihr Kapazitäten für eine ausführliche Beratung und muss ich irgendwas mitbringen? Also Maike, kommt zu uns. Ich glaube, also wir sind ein Fachgeschäft, Beratung ist das A und O hier. Ich behaupte, dass hier keiner rausgeht, ohne wirklich gut beraten zu sein. Es sei denn, wir merken oder wir denken, das ist der Oberprofi, der schnell ein Tier kauft und rausgeht und uns gar nicht zu erkennen gibt, dass er eine Beratung braucht. Ne? Also mag es vielleicht auch geben. Aber Beratung ist hier das A und O. Die Zeit haben wir, die Zeit nehmen wir uns, egal wie viele Leute sind. Kann sein, du musst halt eine halbe Stunde hier warten oder an der Kasse warten. Bringt Zeit mit, wenn er zu uns kommt. Aber er kriegt eine gute Beratung. Ihr braucht auch nichts mitbringen. Wir haben Styroporboxen, Beutel. Es ist alles da. Kommt einfach vorbei, egal ob ihr was kaufen wollt oder nicht. Ihr könnt einfach so vorbeikommen und gucken und schauen. Gar kein Problem. Es ist ein Ladengeschäft wie jedes andere. Man kann einfach reingehen oder rausgehen, ohne was zu kaufen. Wir freuen euch, wenn ihr vorbeikommt. Macht es. Ladenöffnungszeit müsst ihr einfach aufpassen. Bloß Donnerstag, Freitag Nachmittag, Samstag Vormittag. Aber kommt vorbei, ich freue mich. Und dann haben wir noch den Lukas Laubreiter. Wie wachsen die Zähne bei Schlangen mit? Ja, eine definitiv gute Frage. Ich bin kein Arzt oder kein Dentist, der sich da auskennt ganz genau. Allerdings die Zähne bei den Schlangen wachsen ja nach. Also wenn ein Zahn verloren wird, wächst ein neuer nach. Und ich denke, im Lauf des Wachstums von dem Tier fallen Zähne aus, wachsen neue Zähne nach und die werden der Schlange entsprechend größer nachwachsen. Ja. Also ich glaube, es ist ein stetiger Wandel. Also es ist nicht wie beim Säugetier bzw. wie bei uns Mensch, erste, zweite, dritte Zähne, sondern die Zähne sind in einem permanenten Wandel mit der Größe und wachsen so stetig mit. Das war heute die Frag den Stefan-Folge. Ich habe versucht, eure Fragen richtig zu beantworten, zu klären. Wenn ihr denkt, ach, da könnte man das und das noch dazu sagen oder Stefan, da hast du was vergessen oder da hast du womöglich was falsch erzählt, postet es unten drunter, freue ich mich oder lasse ich mich gern anregen und lerne gern dazu. Und deswegen bleibt mir treu, checkt die Balls und fragt, wenn ihr was fragen wollt.